Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Timberborn spielen. So, neues Spiel. Wir haben nur Zugriff auf die Rustikalrouten. Ihr Motto: Komfort, Nahrung und robustes Holz. Die Nehmer und wir werden eine gemoddete Map nehmen. Alle dieser Maps sind wunderbar, aber Diatomic gefällt mir am besten. Wenn ich dran denke, werde ich es verlinken. Ansonsten einfach, wenn ihr die Map ausspielen wollt, nach Diatomic und Timberborn Update 5 Maps googeln, dann findet ihr es auch so. Weiter geht's. Och, ich würde sagen, schwer. Dann schauen wir uns an, was wir hier haben. Dauer der Faulwasserflut 30 Tage, Dauer der Dürre 30 Tage maximal. Das klingt doch gut. Oh, da habe ich zurückgedrückt, dann nehmen wir die Map. Einmal auf schwer, einmal auf Start. So, und da sind wir und jetzt müssen wir die Siedlung benennen. Fahren wir. Sind ja Biber mit richtig schönen Beißerchen und ab und zu haben die Fahnenschmerzen. So, wo sind wir denn? Also da sind unsere fleißigen Arbeiter. Hier haben wir Pfade und Strukturen. Das machen wir gleich zu Anfang mal gescheit hier rum. Und dann schauen wir mal, wo das Wasser herkommt und was das generell so macht. So, Escape drücken, dann wird es angezeigt. Okay, wirklich riesige Karte. Und hierauf freue ich mich. Diese Atomkrater, nenne ich es einfach mal so, die wir dann entsprechend hier am Rand leicht dammen können. Irgendwann in ferner Zukunft. Da müssen wir uns erst hinarbeiten. Und hier haben wir noch einen kleinen. Also damit können wir relativ viel machen. Unser Startgebiet ist relativ klein. Von Faulwasser umgeben. Das ist gar nicht so gut. Damit habe ich noch nie gespielt. Tatsächlich keine Ahnung, was das so wirklich macht. Das sieht hier aber nicht so gut aus. Das hat ja Auswirkungen auf die Natur nebenan. Keine Ahnung. Wird hoffentlich nicht all unsere Biberchen vergiften. Nein! Ist mir das nicht aufgefallen. So. So, das geht hier gar nicht. Abreißen. Beginnt hier gut. Gerade angefangen und schon was abreißen. Hier, Bauschutt löschen, Gebäude abreißen. Ressourcenfehler. Ich will doch nur was abreißen. Kann ich Pfade? Ach, wir nehmen an, dass das ein Gebäude ist. Ja. Wunderbar. Dann legt man noch gleich die nächsten Straßen und dann können wir das Spiel auch laufen lassen. Am Anfang muss man sich ein bisschen orientieren, was man überhaupt machen will. Also, wir brauchen Nahrung und Holz. Das sind so die zentralen Elemente, die unseren Bibern nicht fehlen dürfen. Sonst krepieren die, wenn sie nicht genügend Krebs bekommen. Ja, ich habe das schon oft erreicht, dass das Spiel dann nicht länger als nach der ersten Dürre gereicht hat. Oh, guckt euch mal die kleinen Babybiber an. Stimmt, wir haben 4 Jungtiere dabei, die müssen wir besonders gut schützen. So, was braucht man denn? Was braucht man denn? Holz. Markiere Fellbereich. Die haben doch alle so schönes Fell, aber ich denke mal, ich soll die Bäume hier markieren, irgendwie. Ist mir egal, der darf alles fällen. Da muss ich die verschiedenen Ebenen separat auswählen. Das ist ungewohnt. Aber na gut, kriegt man auch irgendwie noch hin. Ja, die Anfangsbäume müssen weichen. Beziehungsweise wir brauchen einfach die Ressourcen. Da hilft alles nichts. So, mehr Bäume fällen bitte. Dann brauchen wir eine Holzfällerfahne hier bei Holz, damit sie das auch einsammeln. Ich würde sagen, die machen wir hier ins Erodierte. Dann können wir hier vielleicht direkt Nahrung anbauen. Also einmal Holzfäller hier, das passt. Der kümmert sich um den Scheiß. Gleich einmal Holzfäller hier, kümmert sich um den anderen Scheiß. Müsste man natürlich jetzt noch mit Faden verbinden, sonst bringt das Ganze überhaupt nichts. So, das sieht jetzt hässlich aus mit der Wegführung, aber ist am Anfang nun mal so.
Und dann brauchen wir eine Sammlerfahne. Da haben wir einmal Blaubeeren und da unten haben wir Blaubeeren. Da müssen wir einmal geschickt einen Weg noch hier lang führen. Und dann kriegt man ein zweites Fähnchen. Vielleicht hier unten hin. So, wichtig ist natürlich auch Wasser. Wie kommen die denn an Wasser? Ich glaube, hier hinten war eine Treppe. Genau, wenn die Bäume weg sind, könnte man theoretisch da einen Pfad durchbauen. Und ansonsten hier. Das heißt, wenn das hier geerntet werden würde, könnte man da Wasser hinbauen. Ich markiere es gleich mal. Weich los. Benötigt maximale Tiefe 2, ja. Ist doch richtig da. Dann müssen wir noch kurz ausbaldowern und dann kann es losgehen. Ich glaube, ich bin auch nicht auf dem richtigen emotionalen Level. Ach, da wird es hinpassen. Ich kann leider noch keine Holztreppen bauen, deswegen ist das hier ein bisschen komisch. Hier wird es aber hinpassen, da müssen wir die Pfade aber gut durchlegen. Alternativ, nee, hier macht's. Ich würde sagen, hier macht es am meisten Sinn. So, einen können wir noch. Ich würde die gern ganz niedrig priorisieren. Oder kann ich die direkt pausieren, ausgeschaltet. Wird es halt so Blueprint-mäßig. Ach, was soll's, können wir ja eigentlich direkt löschen. Wir wissen ja, dass sie hinpassen. Können wir sie später setzen. So, jetzt müssen hier aber Wege gelegt werden und dafür müssen die Ressourcen weg. Das ist ein bisschen. Wir lassen jetzt mal laufen, dann sogar auf schneller Geschwindigkeit. Dann bauen die Biber hoffentlich ihre Sammelfarn. Sind die. Sie ist gestorben, die Kiefer, das ist aber schade. Holzfäller. Okay, die sind im Bereich. Hier machen wir auf jeden Fall noch eine Sammelfahne hin, damit die das relativ schnell aufklauben. Ansonsten braucht man direkt Nahrung. Effizientes Bauernhaus. Boah, in Ermangelung an wirklich guten Plätzen kommt es mal dahin. Wird schon irgendwie passen. So, und so leid es mir tut, ich muss das, glaube ich, hier tatsächlich jetzt erstmal abreißen. Also ich habe es kurz nochmal pausiert. Bauschutt, Gebäude, Ressourcen. Ja, das ist halt doof. Ich brauche tatsächlich den Platz hier. Vielleicht kriege ich die Nahrung trotzdem dadurch. Ich weiß es nicht. Das tut mir so leid, meine Nahrung hier schon kaputt zu machen. Es hilft alles nichts. Und der erste Tag ist gleich vorbei. Das ist aber nicht schön. Wie läuft's mit dem Abbau, Kollegen? Wie viel Holz haben wir? 5 Stück, das reicht ja für gar nichts. So, natürlich braucht man hier auch Wasserlagerfässer. Die würde ich ganz gern in die Nähe machen, sonst schleppen die sich ja das Kreuz kaputt. Das kann man nicht verantworten. So, hier auf jeden Fall mal der geplante Weg erstmal. Ich weiß, aktuell hässlich, aber sobald wir mehr Ressourcen haben, können wir das hier alles ordentlich machen. Ich habe da so einen kleinen Symmetrie- und Schönbauerzwang, aber als erstes ist es wohl wichtiger, dass wir irgendwie überleben. Hätte ich jetzt zumindest gesagt, das sieht nicht so aus, als würde ich die Ressourcen bekommen. Das ärgert mich für mich. So. Aber zumindest können wir jetzt die Wege hinlegen. Komm schon, Leute. Ich mein Biber. Wunderbar, der ist angeschlossen. So, ein Wasserspeichermedium. Wahrscheinlich bei Speicher. Kleiner Tank. Großer Trank. Ja, das ist halt. Ah, hier passen welche hin. 1, 2, 3. Und wenn wir den Weg vielleicht noch bis hier hingehen lassen, können wir einen vierten machen. Die brauchen alle 15 Holz. Ich würde sagen, der hat niedrige Priorität, der hat niedrige Priorität und der hat normale. Die brauchen jetzt schon alle Wasser. Sind die verrückt? So, hier brauchen wir auf jeden Fall direkt Nahrung, bevor es mit der Dürre losgeht. Nahrung. Karotte. Achso, hier, Nutzpflanzen anpflanzen. Nehmen wir Karotten.
Warum denn nicht? Da oben wächst so halbwegs nicht gut, wächst alles nicht gut. Wir probieren's. Ja, ich weiß, es sieht dämlich aus, aber Überleben ist tatsächlich wichtig am Anfang. Ohne das können wir keine schöne Stadt bauen, wenn wir keinen Biber mehr haben, der irgendwie willig ist, was zu bauen. So, Leute. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden, da ist aber Wasser. Und da ihr so unzufrieden seid, Meerwasser für euch. Also kein Meerwasser, das ist zu salzig. Ein normales Wasser. Mensch, rauscht das hier richtig. Das sieht irgendwie cool aus. Also richtig Bewegung drin. Und ein Glück haben wir hier bisschen Schutz noch, obwohl das echt nicht gut aussieht. Wie läuft's mit dem Abholzen von allem, was abholzbar ist? Nicht gut. Rohholz 20 von 20. Okay, kann ich wahrscheinlich nicht mehr lagern. Dann großer Stapel. Oh, der passt aktuell dahin. Und was soll rein? Holz. So, dann baut mal, Jungs. Na, hier hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen können. Paar Möhren mehr schaden wahrscheinlich nicht. Aber das muss dann auch mal die nimmersatten Biber irgendwie sättigen. Das Gebäude benötigt Arbeiter. Welches Gebäude denn? Wieso habe ich keine Arbeiter? Das hat keine Arbeiter. Bin ich deppert? Okay, eine Fahne weg. Pausieren. Pausieren bringt jetzt eh nichts mehr. Keine Blaubeeren da. Jetzt haben wir. Mensch, die verdursten ja alle schon wieder halbwegs, weil ich keine Arbeiter habe. So war das jetzt nicht geplant. Achso, drei Stück sind direkt in der Farm. Ja gut, kann man nichts machen. So, und hier würde ich auch sagen, braucht man Pfade. Irgendwie Pfade. Schade, dass das jetzt nicht reicht. Man muss mal so eine kurze Ecke machen. Und hier auch sagen, Ressourcen? Nein, danke. Die können wir direkt abreißen, hier die zwei. Können wir den Pfad durchlegen. Dann gefällt mir echt nicht mit der Ecke, aber was soll's. Dann pumpt mal fleißig, ihr Otter. Nee, sind ja Biber. Pumpt, ihr Biber. Und ich meine nicht im Fitnessstudio. Will nicht, dass ihr drauf geht. Das ist eigentlich eine Sammelfahne, dachte ich. Wieso sammelt der das nicht? Dann pausieren wir das doch direkt auf. Obwohl es im Bereich eigentlich. Vielleicht, weil er voll ist. Wieso seid ihr alle voll? Dann brauche ich ein Lagerhaus. Speicher. Speicher. Mittleres Lagerhaus. Oh, sieht das hier alles furchtbar aus. Aber da passt es irgendwie noch hin. So. Ihr Biber des Wassers, des Dammbaues und des, keine Ahnung, der Heilkunst. Macht mal was mit eurem... Mit euren Pumpkraftwerken da. Es sind noch keine Kraftwerke, aber das System ist dasselbe. So, bitte abbauen und bitte Beeren einsammeln wieder. Muss ich wahrscheinlich dann auswählen. Kann ich echt nicht mehr auswählen? Dann tu mal Beeren hier rein. Okay. Und wieder komplett volle Geschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. Die erste Dürre ist bevorstehend. Hoffentlich werden die Karotten noch irgendwie fertig. Ich denke mal. Die haben alle noch kein Wasser. Können doch nicht jetzt schon verrecken. Nee, da paar Gelüste werden gestillt. Das ist ja schön. Oh, wieso haben die niedrige Priorität? Die brauchen doch auch hohe. Die Wasserspeicher sind wichtig. Da wird Wasser gespeichert. So, Beeren werden wieder gesammelt. Dann gib ihm, Kollege. Ja. So soll das laufen. So soll das laufen. Hier fehlt... Okay, wir haben noch 2 Tage bis zur Dürre. Das wäre hier natürlich auch praktisch, hier an die Beeren ranzukommen. Ich glaube, wir haben schon Dämme. Also Basisdämme, über die man drüber laufen kann.
Landschaftsgestaltung, ja. Damm haben wir hier. Eine Treppe haben wir leider noch nicht, oder? Bei Wegen? Nö. Muss erforscht werden. Das ist unser Pech. Ansonsten hätte ich es natürlich gern hier irgendwie. Nicht, dass wir so viel bauen müssen. Einfach, dass wir rüberkommen. Gut, dann könnte ich es auch hier machen. Da wird man sogar annähernd, aber wir müssen eher auf die Treppe kommen. Weiß viele Selbstgespräche. Hier vielleicht. Aber mit ganz, ganz niedriger Priorität. Erstmal baut erstmal das andere. Bei der zweiten Dürre wird es auf jeden Fall schon mal hilfreich sein. Hätten wir hier einen Damm, dann darf die Pflanze hier direkt wieder weg, beziehungsweise darf endgültig weg. So, auch die Blaubeeren, was soll's? Ah, nicht ausgewählt, dass da auch Wasser rein soll. Jungs, was mache ich denn? So, wie viel Holz haben wir? 18 Stück. Hier braucht man noch 4. Beerenlager ist wunderbar. Haben wir ein Karottenlager? Bestimmt da drin. Kann ich das nicht irgendwie sehen? Nahrung. Vielleicht müssen wir ein zweites Lager direkt machen für die Karotten, bevor die die nicht einsammeln können. Mittleres Lagerhaus. Ich weiß, ich könnte es drauf machen. Aber ich habe gerade keine Treppen. Machen wir es einfach so spiegelverkehrt hin. Ich weiß, dass es furchtbar aussieht. Aber für den Anfang muss das nun mal sein. So, 15 Holz braucht ihr. Wir haben noch 20 Stück und dann sieht es relativ mau aus. Obwohl der da oben... Rohholz, wird das nicht abgeholt? Doch, wird abgeholt. Wunderbar. Und dann müssen wir eigentlich auch irgendwie hier rüberkommen. Ah, da ist eine Treppe. Dass wir an das schöne Holz kommen. Schön sei dahingestellt, aber wir brauchen Holz und hier geht's definitiv demnächst aus. Und wenn wir hier kein Holz mehr haben, dann würde ich vielleicht sagen, die Dämme müssen vielleicht doch da hinten erst hin, weil wenn da kein Holz ist, dann ist Sense. Dann kann ich die Kolonie gleich in die Tonne treten, dann können wir nicht weitermachen. Wo war das? Landschaftsgestaltung. Na gut. Ein Landschaftsgestalter bitte. 4 Stück brauchen wir von dir. Das geht. Obwohl jeder kostet 20. Seid ihr verrückt? Na gut, aber die sollten hohe Priorität haben. Höhere. Ja, ist egal. Ist höher als das andere, wird schon passen. So, und Karotten werden erntereif. Das ist wunderbar. Die tun wir dann auch. Karotten, okay. Bevor die Dürre tatsächlich ansteht. So, Wasser füllt sich. Das ist ja perfekt. Und in 0,3 Tagen beginnt die Dürre. Dann ist es ja leichter, hier zu bauen. Aber das will ich trotzdem nicht. Habt ihr irgendwie noch was? Seid ihr am Abholzen? Da sind noch 7. Das bringt hier gar nichts mehr. Der kann eigentlich aufgegeben werden, der Holzpfosten. Der Holzposten. Gut, hier gäbe es auch noch Holz. Das ist richtig. Hatte ich gar nicht gesehen, dass es auf der Ebene noch was gibt. Ja, was da. Und da. Holzfällerfahne. Irgendwie so. Und dann sagt man noch, Bäume fällen. Gerne alle Bäume fällen, an die du rankommst. So, das gibt zumindest nochmal einen Sprungholz, den wir brauchen. Und oh mein Gott, 0,1 Tage bis zur Dürre. Ja, 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 ja. Jetzt wird's Wasser abflauen. Aber ich glaube, nahrungstechnisch Schimmer diesmal noch ganz gut. Die werden nicht verhungern, wenn sie das geerntet kriegen. Ach, der Sammelfritz muss eigentlich nicht sammeln. Der könnte hier noch sammeln. Mach mal. Weil hier gibt's noch ein paar Blaubeeren. Die wären gar nicht so schlecht, wenn wir die auch noch hätten. Wieso baust du den und nicht den anderen? Lass das, Kollege. Kann ich die echt pausieren? Die arbeiten, ich hoffe. Ja, ausgeschalten. 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 Fühl mich ja wie bei Death Note. Wieso baut ihr die hier nicht? Zu weit von einem Distrikt...
Au. Straße nicht vollendet. So kann das auch nichts werden. So, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. So, Bärenfritze sammelt noch fleißig. Wasser sinkt. Wasser sinkt. Wie lange hält es denn noch? 2,3 Tage. Okay, die ersten Dürren sind ja relativ biberfreundlich. Danach sieht es schlechter aus. Das werden wir schon irgendwie schaffen. So, Sammelfritz kann gelöscht werden. Da hätten wir ja noch ein in Reserve. Ansonsten hätten wir hier noch ein paar Bäume, an die wir rankommen. Leg mal einfach mal einen Weg dahin. Und der da oben ist fleißig am Nagen. Ist ja auch ein Nagetier. Kein Ferngetier. Tut mir leid. So, da wird auch schön Holz gemacht. Und schön, dass das hier so tief ist. Also, trotz Dürre bleibt ein bisschen was im Wasserspeicher. So, die müssen wir definitiv ausmachen. Weil sonst kommt hier Faulwasser. Das vermengt sich gerade damit. Das finde ich nicht sympathisch. Ist anscheinend so. Na gut. Aber das ist wirklich gar nicht schlecht für den Anfang, damit das Wasser ein bisschen noch Rückhalt hat. Sehr gut für unsere Produktion an Nahrung. Holz haben wir relativ wenig gerade. Liegt das noch in den Lagern? Achso, das wird hier wahrscheinlich konstant in die Dämme gesteckt. So soll es ja eigentlich auch sein. Und Faulwasser, versiegt es oder versiegt es nicht? Müsste eigentlich auch versiegen. Können wir mal hier reinschauen. Okay, da ist auch schon wenig drin. Na, Faulwasser sieht echt noch fließend aus. Kenne mich damit jetzt nicht aus, aber vielleicht kommt es ja konstant nach. Oder braucht einfach länger zum Austrocknen. Ich glaube, das braucht... Trocknet auch ein bisschen aus. Wer weiß das schon so genau. Wir werden damit irgendwie umgehen. Wo haben wir denn hier überhaupt eine geeignete Wasserquelle, die uns dann speist? Nicht, dass wir wirklich das Faulwasser trinken müssen. Ich meine, in der Not trinkt der Biber das halt. Was will er sonst machen? Besser wäre es schon, wenn wir das irgendwie anders gelöst bekommen würden. Wieso habt ihr Durst, ihr Idioten? Wir haben hier Lager. Frisch gekühltes Lagerbier. So, die Holzfällerfahne können wir uns jetzt eigentlich schenken. Da ist kein Holz mehr, doch ein Baumstamm ist noch da. Ansonsten, ja, da kommt was nach, aber dafür brauchen wir auch Holzleitern. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht mit dem Wasserfluss. Vielleicht wäre mal irgendwo von da gespeist. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht gut aus aktuell. Meine Wasservorräte. So, irgendwie... Ah, von da kommt's. Wunderbar, das heißt, das Faulwasser dürfte vertrieben werden. In geeigneter Zeit. Und dann schaut mal an, wie viel Holz wir rankommen. Wenn... Nein! Nein! Ich hab's vercheckt. Schaut euch das an. Die Treppe ist nicht erreichbar für uns. Ja, abbrechen. Abreißen. Holz zurück. Kommt ihr da noch dran? Leute, ich hab's vermasselt. Ach komm. Das darf jetzt echt nicht wahr sein. Gut, dann mach mal... Nee, zwei bringen ja da auch nichts. Oh. Dämlich, dämlich, dämlich. So, drei Stück hier. In der Hoffnung, dass ich nicht alles versaut habe. Jetzt. Ja, sieht unschön aus. Ich weiß. Ich weiß, mir geht's doch ähnlich. Die nehmen das Holz tatsächlich zurück. Das ist wunderbar. So. Und jetzt bauen sie da hinten. So soll's sein. Na, wunderbar. Faulwasser wird vertrieben. Dann können wir wieder ein Wasserpümpchen anwerfen. Ja, ein paar Beeren hätten wir auch. Interessiert mich im Moment nicht so. Viel wichtiger ist, dass wir
irgendwie das Holz zusammenkriegen hierfür. Können eventuell auch sagen, hier. Na, die müssen das wahrscheinlich erst. Jetzt haben sie es aufgesammelt. Ach, wie kann man denn so dämlich sein? So, da liegt noch mehr Holz. 15 Stück. Ja, 5 Verlustleistungen, aber muss jetzt irgendwie damit passen. Das ist natürlich gar nicht gut, was ich da gemacht habe. Da liegt jetzt auch noch Holz, das sie nicht eingesammelt hatten. Bin ich dämlich. Jetzt kommen sie auch nur noch da ran. Naja. Ich hatte doch extra geklickt. Es muss ja... Wir brauchen nur 60 Holz. Ich weiß, nur 60 ist so eine Aussage. Eventuell... Nee. Nee. Da brauchen wir Holzleitern. Holztreppen. Können wir vielleicht auch mal demnächst freischalten. So. Glaub, die Wutze schalten wir auch mal wieder an. Wie geht's euch Bibern denn? Auch ganz gut. Da bin ich ja beruhigt. So, dann reißt ihr bitte das wieder ab. Auf jeden Fall. Dann reicht's für knapp für den nächsten. Wie sieht's denn mit Forschung aus? Forschung. Ein Erfinder, bitteschön. Direkt in das Konglomerat aus schlecht platzierten Gebäuden. Braucht natürlich auch Holz. Wer hätte es gedacht? Wer hätte das gedacht? Na, dann muss man eventuell wirklich was abreißen. Das hier zum Beispiel. Kriegt mal 15 Holz zurück. Geht ja nicht anders. Wer so dämlich baut... Okay, da liegen jetzt noch 7. Ach, und da hinten liegen die anderen 11. Na, komm schon. Irgendwer wird hier was machen müssen. Die nächste Dürre steht garantiert irgendwie bevor. Und so dämlich kann man eigentlich nicht sein, wie ich gerade war. Nicht auf dem harten Schwierigkeitsgrad. Vor allem nicht am Anfang. Ja, ich weiß. Verfügt nicht über die notwendigen Materialien. Ich habe davon gehört, dass ich was Dämliches gemacht habe. So, aber sobald wir das hier haben, hohe Priorität, dann sind unsere Holzprobleme erstmal Geschichte. Das kriegt man hin. Zur Not reißen wir die Farm und alles um sie herum ab. So, das kommt auf niedrige Priorität. Komm schon, Jungs. 2 Holz noch. Da liegen noch 11. Das reicht fast. Mit dem reicht's für den nächsten. Okay. Wir haben eine schlechte Situation. Also ich habe eine schlechte Situation provoziert, aber wir haben es irgendwie gelöst bekommen. Gerade noch so. Und gleich ist es soweit. Dann können wir Pfade drüber legen und dann... Na, was war das für ein Geräusch? Komm schon, Jungs. Kann ich mir so viel Holz fehlen? Da liegt doch noch 3. Und da liegt 15. Und hier sind 6 drin. Rein mathematisch geht es. Ach, da liefert ihr auch schon Holz hin. Das pausieren wir dann mal. In der Hoffnung, dass ihr es nicht anrührt. Karotten sind ziemlich voll. Beeren. Nur Empfang. Empfang? Leeren? Nö. Ich will einfach, dass ihr keine... Achso, das hat was mit den Distrikten zu tun. Na gut. Ich wollte halt nicht, dass sie irgendwie auf die Idee kommen, jetzt nur noch Beeren zu fressen, während das Karottenlager voll ist. Naja. Wird sich schon was dabei denken, das Spiel. Komm schon. 5 Stück noch. Da liegen sie doch. Ihr faulen Biber. Einer davon ist gestorben, das ist aber nicht gut. Wir haben nur noch 11 Stück. Wir hatten am Anfang 12. Naja, bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund ist immer. Ja, wir müssen den auch mal... Okay, mein Mauszeiger hat dieses Rad dran. Warum auch immer. Jetzt ist weg. Warum er auch immer meinen müsste, irgendwas zu laden in dem Moment. Dürre bevorstehend in 3 Tagen.
Jetzt baut den Scheiß, dass ich an Holz komme. Die Dürre bevorstehend, Dürre bevorstehend, Dürre bevorstehend. Das ist am Anfang nie was Gutes. So, jetzt haben wir's. Ein Pfad drüber. Ah. Ja, theoretisch kann ich den Weg auch so bauen. So, dann machen wir hier mal ein Holzfällerlager und weh, das ist nicht im Distrikt. Sieht eigentlich gut aus. Sieht eigentlich gut aus. Und dann einmal Baumfellarbeiten, bitte. Ruhig alles, ruhig alles. Ja, Baum, Baum, Baum. Bäumefell? Ah, da. Nicht in die Mitte des Bildschirms geblickt. Ist dämlich, aber oh, passiert. Ha, Bäume fällen. Bäume fällen. Ich glaub's ja nicht, dass das funktioniert. So, Dürre ist bevorstehend. Dann können wir wieder Blaubeer-Heinis eigentlich drauf loslassen. Zum Beispiel der hier darf sammeln. Und den braucht man gerade nicht, weil Wasser voll ist. Dann lassen wir ihn doch hier sammeln. Und dann müssen wir ihn... Nein! Nicht durch Pfade mit Distrikt verbunden. Scheiße, ist der Distrikt zu weit weg. Ist doch Mist. Wo ist denn die Distriktsicht? Also ich würde sagen, der gehört dazu. Oder was ist das? Hä? Hat's die Wege hier nicht platziert? Jetzt sind Wege da. Wunderbar. Hui. Beinahe einen richtigen Schrecken bekommen. So. Wasser füllt sich. Das ist gut. Blaubeeren sollten sich auch füllen. Das wäre mehr gut. Und wie gesagt, wir brauchen ein paar Bumsbuden für die, damit sie sich wieder vermehren können. Nicht, dass jetzt alle elf an Altersschwäche draufgehen. Aber erstmal müssen die ja Holz machen. Da machen wir am besten noch eine zweite Holzfällerflagge hin. Ja. Haben sie richtig was zu beißen? Das Gebäude benötigt Arbeiter. Das hört man ungern. Das heißt, wir haben nicht genügend. Ja, Karotten sind theoretisch eh am Anschlag. Dann lagern wir die mal um, weil aktuell müssen sie nichts ernten. Und schaut mal, unser Holz wächst. Unser Holzvorrat wächst, genauso muss es. So, dann muss als nächstes ganz klar das hier gebaut werden. Mit Holztreppen, die werden uns das Leben erleichtern. Definitiv. Und wo sind Bumshütten, also Häuser? Energie war es nicht. Gebäude und Ressourcen abreißen, Distriktverwaltung, nö, Wohnen. Schöner Wohnen, irgendwie zumindest. Boah, ist halt alles jetzt scheiße, wo wir das platzieren. Wir ziehen die bestimmt irgendwann um, bin ich mir sicher. Wer wohnt nicht gern neben einem Lagerhaus? So, drei Häuser. Kostet jeweils 12 Holz. Holz ist gerade nicht so das Problem. So, und Wissenschaftspunkte werden erzeugt. Genauso muss das. Und einen halben Tag noch. Dann beginnt die Dürre. Ach, hier oben steht noch einer rum und wundert sich, warum er nichts zu tun hat. Kein Wunder, haben wir keine Arbeiter. Genauso da. Das ist alles dämlich, was ich heute mache. Ist egal. Bisschen Dämlichkeit gehört dazu. Bin's nicht gewohnt, so zum Micromanagen. Obwohl eigentlich doch. So, das gehört alles zum Distrikt. Dann fällt ihr auch gefälligst alles. Gefälligst, versteht ihr? So. Ja, passt, passt. Die Bäume brauchen wir als wichtige Rohstoffe. Die können auch euch auch ein bisschen länger arbeiten lassen, aber da sehe ich aktuell noch nicht den Grund. Ein Haus haben wir schon mal da. Mit drei Bibern. Oh, wir haben nur noch 10 Stück. War also
höchste Eisenbahn, dass wir uns mal um Nachwuchs kümmern. Wenn der Nachwuchs spawnen möchte, wenn die Biber ficken. Hoffe ich zumindest. Dass die Biber ficken. Vielleicht müssen wir denen auch irgendwie so ein Rotlicht-Ding noch bauen. Wieso hast du Hunger? Ich habe genug Essen. Arsch. So, Farm machen wir aber wieder an. Da brauchen wir aber definitiv noch ein anderes Lager. So. Ja, ja. Ich will nicht dich, ich will dein Gebäude deaktivieren. Ja. So geht das. Und hier auch deaktivieren. So, Wasser sieht in Ordnung aus. Müssen wir gleich aber auch wieder ausschalten. So, der Kollege hat auch Durst. Warum auch immer er da nichts trinkt. Was wir noch brauchen, ist ein Karottenlagerplatz. Definitiv. Kleines Lagerhaus, mittleres Lagerhaus. Oh mein Gott, sieht das alles scheiße aus. Abreißen. Ich würde das gern abreißen. Dann passt ja noch ein Lager hin. Das ist nur ein Karottenplatz. Das müssen die irgendwie verkraften können. Mag's aber, dass die Blaubeeren und die Karotten extra in so passende Kisten kommen. Yay! Meine Biber sind glücklich. Dann macht mal Nachwuchsbiber. Obdachlos ist nur einer. Oh, ich würde sagen, das ist eine gute Quote. So, dann nicht Gebäude abreißen. Ich will eigentlich genau das gleiche nochmal hinbauen. Oh Gott, sieht das dämlich aus. Aber es funktioniert. Im Gegensatz zu mir. Ich sehe dämlich aus und ich funktioniere nicht. Also hat die Stadt die bessere Wahl hier getroffen, wenn man Stadt nennen kann. Wo sehen wir unsere Forschungspunkte? 35 Stück haben wir. Die können wir demnächst dann mal einsetzen. Hier kommen nochmal Karottinis rein. Nicht, dass die denken, die haben nichts zu tun. Okay, das ist alles pausiert. Das passt. Ich denke mal, die 3,4 Tage Dürre halten wir aus. Dann brauchen wir aber dringend mehr Wasserspeicher. Ich habe das Gefühl, bei der nächsten reicht das dann nicht mehr. Beziehungsweise, wenn wir Wasserpumpen hier noch hinsetzen, können sie ja bis, sagen wir mal, noch 2 Tage pumpen. Naja. Müssen wir sehen. Müssen wir sehen. So. Wo Forschung? Forschungsmenü. Forschung? Ich weiß leider nicht mehr, wo das ging. Monumente, Dekoration, Wohlbefinden, Wissenschaft. Kann ich es einfach direkt da unten freischalten? Dann probiert man das. Treppen. Freischalten für 70. Wir haben erst 40. Okay. Aber dann habe ich schon mal rausgefunden, wo man es denn freischalten kann. Ist auch nicht das Schlechteste. So, dann sehen wir uns mal die Wasserstände an. Sieht nicht gut aus. Wasser wird knapp. Da braucht man definitiv. Hätte auch ganz gern das große Fass. 600 Forschung braucht es. Und das braucht dann auch ein paar Materialien, um gebaut zu werden. Nee. Da müssen wir mit kleinen Tanks nachhelfen. Und hier können wir am besten stauen. Das braucht aber schon wieder. Sind das 4 oder 5? Das sind 5. Nee, eigentlich sind 6. Da brauchen wir 120 Holz nur dafür. Dass wir die kleine Stelle hier abdammen können. Hui, das ist alles so teuer. Beziehungsweise wir könnten natürlich auch... Ja, was soll's. Was soll's. Das sieht hier echt nicht gut aus. Dass das Faulwasser hier alles in Besitz nimmt. So, wir bauen auf jeden Fall noch ein Haus. Obdachlosigkeit bekämpfen wir auf jeden Fall. Müssen ja auch was für unsere Arbeiter hier tun. Ich finde das... Nur das ist 4. So. Die sind fleißig am Holz nagen. Schön, dass das wirklich ein paar Tage hält. Hier auch noch unsere Farm. Also an Essen wird es nicht scheitern. Wasser wird schon knapp. Muss ich sagen.
Das gefällt mir nicht. Ich würde sagen, die Ressourcen hier reißen wir definitiv ab. So viel Blaubeeren braucht man nicht bei der Farm. Dann kommt da Wassertanke hin. Wassertanks. Können ja Holz eigentlich pflanzen. Sägewerk, Holzfäller, Fahne. Förster, von hier werden Bäume und Büsche gepflanzt. 60 zum Freischalten. Das wäre natürlich auch Premium, wenn wir das hätten. Das braucht aber auch Planken, also ein Sägewerk. So, ein Tag noch Dürre. Die Farm pausieren wir mal. Sollen die was anderes machen? Ich glaube aber, Holztreppe ist nützlicher, weil dann kommen wir ja auch an anderes Gehölz dran. Dann braucht man nicht direkt einen Förster, wofür wir jetzt noch nicht wirklich Platz haben. Ja, wir nehmen zuerst die Treppe. Die Holztreppe. Freischalten. Auf jeden Fall. So. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir Planken machen. Sägewerk. Und das braucht... Ja, das braucht Energie. Das kriegt man hin. Es gibt ja auch so ein Laufrad. Müsste man nicht gleich Wasserkraft machen. Produziert ein bisschen langsamer, aber für den Anfang ist das in Ordnung. Und Wasser ist ausgegangen. Also die werden es ein bisschen aushalten ohne Wasser. Vor allem, weil jetzt gleich wieder nachkommt. Aber das ist nicht gut. Und wir haben unsere Antwort. Faulwasser hört auch auf. Aber ich finde das so genial. Wasser kommt nach. Und alles erblüht und ergrünt wieder. So soll das sein. Die Farm muss erstmal wieder zurückkommen. Unser Wasser kommt gleich. Das heißt, können wir direkt eigentlich... Ist es vermischtes Wasser? Das sieht noch ein bisschen faul aus da unten. Tatsächlich. Da müssen wir warten, bis das hier rübergeschwappt ist. Ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung, wenn wir das jetzt wieder anmachen. Essen, wie gesagt, können wir einen Tick warten, glaube ich. Nur die Dinger brauchen wir in en masse, wie das heißt, in großen Mengen. Zumindest in größeren Mengen. Sollen sie erstmal das wieder füllen, ansonsten... Bäume gehen auch fleißig weg. Forschung wird betrieben, das ist gut. Oh, wir haben einen alten Biber verloren, aber wir haben jetzt zwei Jungtiere. Also, die bumsen schon heftig. So muss das ja auch. Anders geht das ja nicht. So, und ich würde sagen, wir brauchen unbedingt mehr Fässer. Mehr Tanks. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder teuer. 15 mal 4 sind 60. Boah. Haben wir zum Glück auf Lager, aber ist natürlich dämlich, dass wir gerade so viel brauchen. Aber die Dürre wird ja tendenziell länger. Das heißt, wir brauchen ganz viele davon. Wir brauchen die anderen Fässer, beziehungsweise wir müssen was stauen. Dann können wir auch länger pumpen. Nicht schon wieder eine Dürre in 3 Tagen. Jungs, was ist da los? Ihr müsst unbedingt bauen. Also Essen ist gar kein Problem, das ist wunderbar. Sag nochmal, die sollen hier weiterbauen. Ich weiß nicht, wie viele Arbeitskräfte wir haben. Wird schon irgendwie passen. Wasser und das muss hohe Priorität gerade haben. Komm schon, Jungs. 2,5 Tage noch bis zur Dürre und das muss alles voll sein, weil wer weiß, wie lange die geht. Am besten braucht man davon auch noch jetzt ein Werk, weil es gibt nichts Wichtigeres für die als Wasserpumpen, Wasserpumpen, Wasserpumpen. Wir brauchen mehr Wasserpumpen. Natürlich wäre es auch praktisch, wenn wir hier das endlich dammen könnten, aber das machen wir dann in der nächsten Periode.
Solange das Wasser dann steht, ist gut. Also Karottenlager leert sich. Das heißt, ist ganz gut, dass die arbeiten. Ist ganz gut, dass die arbeiten. Ah, Wasser ist definitiv zu wenig da. Ja, die haben halt jetzt lange Wege und wahrscheinlich ist das auch das Wasser, was die als erstes verbrauchen. Gebäude braucht Arbeiter. Das glaube ich nicht. Wir können die Holzfäller arbeiten hier einfach mal pausieren. Achso, das Gebäude wird es dann gewesen sein. Ja, auch ganz hoch im Moment. Welches Gebäude braucht jetzt noch Arbeiter? So, Bärensammlung stellen wir mal komplett ein. Achso, ein Biber ist jetzt noch nachträglich gestorben. Und dadurch haben wir keine Forschung mehr. Nee, gut. Was willst du machen, wa? Jetzt haben wir einen Biber weniger, den wir überwässern müssen. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Also den wir über die Dürre hinaustragen müssen. Die übrigens in einem Tag anfängt und die letzte hat schon mit zu wenig Wasser geendet. Baut und pumpt. Ganz einfach. Was macht ihr da noch? Ihr transportiert Holz vom Lager irgendwo hin. Achso, wahrscheinlich da zum Aufbauen. So, jetzt aber keine Ausreden mehr. Jeder von euch schleppt so viel Wasser, wie er in seinen kleinen Pfötchen tragen kann. Ansonsten Nahrung gut. Wasser annähernd die doppelte Menge schon wie letztes Mal. Dann können wir gleich wirklich anfangen, das hier abzudammen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Die Idee ist dann auch hier, das soweit irgendwann aufzustauen, dass wir erstens den Bereich hier füllen und dass wir auf eine Ebene Wasser halt drauf machen. Also, dass man die Wege hier unter Wasser setzen, dass wir wirklich nur die obere Ebene haben. Das muss irgendwie menschenmöglich sein. Jungs, Wasserpumpen. Da geht noch ein bisschen was. Komm schon. Na, ich würde sagen, das ist diesmal nicht so schlecht, wie es mit dem Wasser... 9 Tage Dürre. 9 Tage schon. Ja. Aber wir haben 3 Jungtiere, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, die sollen Wasser pumpen, solange es geht. Und Holzfäller arbeiten. Ja, wir können theoretisch jetzt sagen... Hier, macht mal. Beziehungsweise müssen natürlich vorne anfangen. Landschaft, Deich, blockiert jeglichen Wasserzufluss. Nee, Damm ist in erster Instanz völlig ausreichend. Völlig ausreichend. Weil dann wird das Faulwasser hier abgeblockt. Zu Beginn einer Dürre. Weil wenn das hier nachlässt, kommt da noch so viel, dass es ja immer reinschwappt. Und sobald wir das hier irgendwie blockieren können, wäre das ideal. Obwohl, wenn wir jetzt sagen, wir da echten Wasserzufluss stoppen, dann sollte eigentlich... Sollten wir die nächste Ebene erreichen können. Also dann wird das Wasser so weit aufgestaut, dass wir hier eben besseren Layer haben. Oder ein Block mehr Wasser. Ich hoffe, ich kann mich da deutlich ausdrücken. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, das hier nicht zu bauen. Sondern wirklich den Deich zu nehmen, der auch nur 12 Holz braucht. Dann sag mal abbrechen. Dann brechen wir hier alles ab. Ich glaube, der Deich wäre das Richtige an dieser Stelle. Brauchen natürlich 2 Ebenen Deich, das ist klar, sonst klappt es ja nicht. Sonst kann das ja gar nicht klappen. Da haben wir auch noch ganz gutes Holz. Kein Holzfäller hier im Moment. So, ich würde sagen, die schalten wir mal ab. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Faulwasser pumpt. Es kann auf jeden Fall nicht so gesund sein. Und dann kümmern wir uns jetzt mal darum, erstens, dass die hier wieder fleißig in die Stämme beißen.
Obwohl, wir können ihn auch noch Beeren sammeln lassen, solange die hier frisch sind. Wir haben gerade leider nur nicht genügend Arbeiter. So, bitte einmal Beeren sammeln. Und dann würde ich es da hinten abreißen und wir schauen mal, ob wir hier vielleicht tatsächlich eine Produktion hinbekommen. Von Holzplanken oder wie das heißt. Bretter heißt das. Na gut. Kann man sich noch was drunter vorstellen. Ja, da hast recht, kleiner pilziger Freund. Du sammelst die Beeren noch, ja? Okay. Wir haben einen Arbeiter mehr wieder, der ordentlich was mampfen kann. So, das sieht hier aber relativ gut aus. Karotten sind annähernd voll. Das freut mich. Karottenlager ist sehr wichtig. Wie viel hat das gekostet? 120? Okay. Dann schauen wir mal, wie wir Bretter machen können. Da haben wir Holz. Wäre vielleicht ganz gut, das erstmal hier zu machen. Wir brauchen ein Sägewerk. Machen wir mal kurz hier hin. Ich weiß, es sieht furchtbar aus. Es tut mir leid. Einfach so mittig rein platziert. Das ist unmöglich von mir. Und dann auch noch falsch. Beziehungsweise fast falsch. So. Ja, ist jetzt nicht schön oder attraktiv oder irgendwas. So, Energie, Energierad. Da ist gutes Energierad teuer. Aha, das muss dann irgendwie... Das ist nur mal für dieses eine Sägewerk da. Da brauche ich noch so ein Eckflanschstück. Oh, das sollte passen. Und hier muss dann ein emsiger Biber eben auch treten. Der Nachteil ist, dass das keine konstante Energie ist. Aber ist so ein Wasserrad bei Dürre nun mal auch nicht. Er braucht halt auch Arbeitskraft. Werden sie schon irgendwie schaffen. Und zwei Arbeitsplätze dadurch müssen weg. Ich würde sagen, die Farm können wir abstellen. Jetzt Essen sieht ganz in Ordnung aus, ist gefühlt. Sollen sie das scheiß Rad noch irgendwie hinbauen und dann können wir die ersten Bretter produzieren. Denke mal, das wäre angebracht. Und wir haben noch gar nicht von dem Fortschritt der Holzleitern profitiert. Also wir brauchen ja die Bretter dafür. Ups. Ich vergaß. Da war ja was. Okay, wieso ist das Fass wieder voll? Ich dachte, das wäre leer. Achso, die haben hier drin noch Wasser wahrscheinlich gespeichert gehabt. Na, das ist nicht schlecht. Die Biber sind klüger als ich. Das sollte mir zu denken geben. Na, egal. Das wird schon irgendwie passen. So, gleich ist es soweit. Gleich können wir die ersten Bretter machen. Aha. Und jetzt ist anscheinend Arbeitsstopp. Na gut, man kann die ja nicht zwingen, konstant hier durchzuarbeiten. Obwohl, ich könnte es erzwingen. Da rechts gibt es eine Einstellung, bis wann sie arbeiten können. Aber lass mal das mal. So, Wasser ist versiegt. Zumindest an den Bereichen, wo wir geschickt rankommen. Hier die Frage, wo hier wirklich der Damm Sinn macht. Theoretisch hier hinten, da kommen wir aber nicht ohne weiteres ran. Ja, würden wir schon. Wir können ja die Fäulnis eigentlich auch, das Faulwasser einsparen, indem wir 120 braucht das, können wir uns leisten. Könnten das natürlich jetzt. Achso, wir müssen es ja auf 2 auf die höhere Ebene geben. Dann müssten wir es spätestens hier machen. So, wenn wir das hier machen. Na, lasst mal schauen, ob das so klug ist. Also nein, wird es nicht sein, weil wir brauchen noch eine Ebene mehr. Beziehungsweise, ja, wir brauchen halt diese Ebene. Ja gut, wird passen. Irgendwie was mit den Leitern müssen wir uns sowieso überlegen. Ich würde sagen, ja, sollen sie es halt machen.
Dann können wir in erster Instanz noch drüber gehen. Oh. So langsam wird das dann auch mit den Distrikten ein bisschen spannender. Weil so weit darf so eine Holzfällerbude nicht vom Distrikt entfernt sein. Sonst sagen die einfach irgendwann, nö, gehören nicht mehr dazu, dann muss man neuen aufmachen. Das wird wieder Verwaltungsaufwand. Will doch erstmal, dass der hier irgendwie läuft. Naja, um Distrikte kommen wir auf jeden Fall nicht rum. Was? Zwei? Freie Betten zwei. Das ist doch schön. Ah, schön vorgesorgt. Der Bärenbruder, Bärenbiber sammelt auch noch fleißig. Ist gut, aber das Lager ist voll. Das bringt dann auch relativ wenig. Ah, noch 3,2 Tage Dürre. Und wir haben noch ein bisschen Wasser. Nur Holz ist echt wieder am Ausgehen. Weiß gar nicht, wohin es geht, aber es geht irgendwo hin. So, 13 Bretter. Ich würde sagen, als erstes wird hier eine... Gönnisieren wir uns hier eine Treppe, obwohl da bringt es ja auch relativ wenig. Da bringt es ja auch relativ wenig. Gut, wir würden an die Bäume rankommen, aber... Aber... Toll, jetzt habe ich extra Treppen und weiß nicht so wirklich hierfür. Hierfür. Definitiv. Dann kriegt man das alles an Baum noch mit. Und hier haben wir auch schöne, schöne, glatte Flächen eigentlich, um wirklich was Gescheites zu bauen. Wenn wir Dynamit haben, können wir das natürlich hier auch noch ordentlich abtragen, dass wir hier schön viel Platz haben. Und jetzt fürs Erste wird es mir tatsächlich reichen, wenn wir mal das Wasser eine Stufe höher kriegen. Bin gespannt, wie sich dann alles verändern wird. Auf jeden Fall werden unsere Sachen hier dann alle erstmal nicht mehr funktionieren. Aber das passiert nur, wenn wir die zweite Ebene draufbauen. Da sehe ich uns jetzt noch nicht bei der Holzmenge. Ich wollte schon sagen, in diesem Sprint. Eine Terminologie aus der Softwareentwicklung. Da sehe ich uns vielleicht bei der nächsten Dürre. Da haben wir auf jeden Fall noch schöne Häuser. Da ist alles geliefert, die müssten es nur bauen. Das pausiert. Das rotiert. Haben wir dafür kein Lager? Der Lager ist zumindest voll. Ein großer Stapel. Können wir vielleicht hier neben... kleiner Stapel ist echt klein. Großer Stapel, also das mit den Wegen, wie ich das hier geplant hatte, es sieht scheußlich aus. Es kann nur besser werden. Es wird auch besser werden, aber nicht sofort. Später wird es besser werden. Dann braucht es nur 6 Rohholz, das ist ja praktisch. Hier haben wir doch irgendwo noch rumfleuchen. Schön, dass hier immer noch Wasser drin ist. Und schön, dass die hier ordentlich bauen. Ach, das braucht nur 12 Stück, dann... Das wird schon noch ein bisschen was brauchen. Das Wasser kommt hier in einem Tag zurück. Das muss man auch einfach mal positiv sehen. So, hier können wir natürlich dann auch sagen, die sollen Holz fällen, aber erstmal... Erstmal haben sie hier noch ein bisschen Einzugsgebiet. Vielleicht können wir sogar durch das Bauen von Wegen das erweitern. Nach der Treppe, nach dem natürlichen Aufstieg da einfach nach hier und nach hier. Vielleicht hat es positive Auswirkungen gehabt. Kann ich jetzt noch nicht behaupten. Nee, gut. Irgendwie wird es schon werden. So, der Bärensammler. Oh, Bären sind eigentlich mehr als genug da. Kleintiere sind immer noch nur 2 da. Also Jungtiere, klein sind sie irgendwie alle. So, das ist so der Plan, dass sie da eins hinbauen, dass man da eine zweite Stufe drüber
legen. Eine zweite Stufe nicht damit, sondern dann mit den normalen Dammelementen, dass Wasser noch drüber fließen kann. Sonst gibt es eine Überflutung. Wie lang ist die Dürre? Also Dürre beendet. Ich bin schon ganz dürre im Kopf. Auf den Hüften leider nicht. Hier können wir zumindest das mal da abblocken und da abblocken und in der Mitte haben wir dann den Überlauf. Das wird mehr oder weniger gut funktionieren. Ich habe schon öfter mal Teile meines Biberreis geschwemmt. So, Wasser, komm nach. Ich glaube, für die nächste Dürre reicht das Wasser gerade noch so. So. Geht mal wieder ordentlich pumpen, ihr Biber. Da können wir halt nicht so viel Holz gleich abbauen. Obwohl im Moment geht es. Wir haben halt keine Farm im Moment. Muss irgendwie klappen. Tut mal Bretter rein. Irgendwer muss Bretter reintun. Ja, aber es sieht doch schon ganz gut aus. Ja, da haben wir einen Wasserfall verursacht. Ein klein. Echt, haben wir jetzt so weit das Faulwasser schon zurückgetrieben dadurch? Nee, das kommt einfach nicht stark genug nach. Find's interessant, dass es gerade hier nicht reinfließt. Achso, das ist ja jetzt alles überflutet. Ja, das passiert, wenn man das Wasser ein bisschen aufhält. Aber ich wollte ja eigentlich noch eine Stufe höher. Also kann man dann argumentieren, dass es dann zwei Stufen höher wird. Na gut, die müssen wir auf jeden Fall umsetzen. Aber wohin? Passen die hier hin? Ja. Okay, dann würde ich sagen, reicht das für die Episode. Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben und das beim nächsten Mal gescheit hinsetzen müssen, werden wahrscheinlich dann auch hier hinpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.